schaffe ich dich. Einer mehr, der die Probleme macht. Wer seid ihr? Bitte bringt mich weg von hier. Ich will nach Hause. Lia, dein Vater hat uns gesagt, du wärst tot. Mein Vater? Ist er sicher? Kelda hat gesagt, er tut meiner Familie was, wenn ich nicht mitkomme. Wer ist Kelda? Der Mann, der mich mitgenommen hat. Wie bist du deinem gemeinen Entführer entkommen? Tritt ins Gemächt? Sand in die Augen? Stein gegen den Schädel? Kelda? Nein, er hat mich gehen lassen. Ich habe versucht, zum Eingang zu kommen, musste mich aber verstecken, als diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ich dachte, er hätte nach mir gerufen. Ich wäre fast zu ihm zurückgegangen. Ich wollte nicht gefressen werden, aber Kelda, Er hat mich geschlagen, mir gesagt, ich wäre ein Nichts. Ich habe ihn angefleht, mir nicht mehr weh zu tun. Ich dachte nicht, dass er das macht, aber plötzlich stieß er mich weg und fing einfach an zu weinen. Versteht ihr nicht? Er wollte mir nicht wehtun. Er hat gesagt, dass Dämonen ihn dazu zwingen, diese schrecklichen Dinge zu tun. Was für Dämonen? Wie haben sie ausgesehen? Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Ich selbst habe sie nicht gesehen. Aber Kelda hat mir gesagt, ich soll weglaufen, damit sie ihn nicht mehr zwingen können, mir weh zu tun. Tötet ihn bitte nicht. Es ist nicht seine Schuld. Bitte. Kelda ist gefährlich, Lia. Wenn er sich wehrt, kann ich nicht versprechen, dass ihm nichts geschieht. Er wird sich nicht wehren. Das verspreche ich. Lauf zum Eingang. Dort findest du deinen Vater. Ugh!
Ich wusste, dass mein Vater irgendwann jemanden schicken würde. Ich hatte gehofft, die Bestien hier unten würden mich vorher erwischen. Ihr wolltet, dass diese Kreaturen euch töten? Weshalb? Weil ich es verdiene. Ich sollte zerrissen und hier unten vergessen werden. Und nicht von meinem Vater beschützt. Der Magistrat schickt mich. Ich kenne euren Vater nicht einmal. Er hat es euch also nicht gesagt. Der Magistrat ist mein Vater. Er hat alles versucht, um mich und meine Taten im Verborgenen zu halten. Sie widern mich beide an. Der Magistrat soll die Einwohner der Stadt beschützen, und dazu gehören auch die Elfen. Vater ist ein guter Mann. Er wollte helfen und mich aufhalten, aber das kann er nicht. Niemand kann das. Dieses Elfenmädchen, sie hatte kein Recht, so schön zu sein, so perfekt. Die Dämonen sagten, ihr müsse eine Lektion erteilt werden, so wie all den anderen. Der Zirkel sollte mir helfen, aber sie haben gelogen. Sie sagten, da wären keine Dämonen und ich sei verrückt. Es ist nicht meine Schuld. Ihr fühlt euch offensichtlich nicht gut. Ihr braucht Hilfe. Nein, ich bin nicht verrückt. Die Dämonen sind schuld. Ich kann damit nicht aufhören. Ich habe es unzählige Male versucht. Bitte, ihr müsst mich töten. Das ist der einzige Ausweg. Sagt meinem Vater nur, dass es mir leid tut. Unendlich leid. Müsst ihr so dramatisch sein? Manche Leute sind einfach verloren. Ihr habt sie gerettet, mein kleines Mädchen. Ich hätte kaum noch gehofft. Habt ihr dieses Monster gefunden? Ist er tot? Er wird Lia oder sonst jemandem nie wieder etwas tun. Ich hätte nie gedacht, dass einem Elf in Kirkwall jemals Gerechtigkeit widerfahren würde. Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir tief in eurer Schuld stehen, Sarah. Die Klingenohren haben zwar mein Mitgefühl, aber sich dafür einem direkten Befehl des Magistrats zu widersetzen? Das ist Wahnwitz. Thank you.
Halt, Shemlen! Die Euren sind bei den Dalish nicht willkommen. Was ist ein Shemlen? Eine Elfenbeschimpfung für Menschen. Es bedeutet, dass ihr nicht zu uns gehört und gehen solltet. Sofort! Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Letzten der Elven. Merkt euch das, Hawk. Und wenn ihr woanders Elfen seht, dann bildet ihr euch die nur ein. Sie haben ihre Persönlichkeit aufgegeben, um unter Shemlen zu leben. Sie sind keine Elvenen mehr. Ich erwarte ja nicht Tee und Gebäck, aber ich muss mit jemandem reden. Menschen haben hier nichts verloren. Moment. Das ist die, von der die Hüterin gesprochen hat. Ein Shemlen? Ich dachte, es ging um eine Elfe. Betretet das Lager. Hüterin Marathari hat auf euch gewartet. Wenn ihr Ärger macht, lernt ihr unsere Klingen kennen, Fremde. Marathari? Ich soll euch dieses Amulett bringen. Anderer Natishan-Reisende. In der Tat. Ich bin Hüterin Marathari. Lasst euch ansehen. In eurem Herzen brennt ein Licht, Mensch. Lasst es nicht ausgehen. Ihr werdet es brauchen. Erzählt mir, wie euch diese Bürde zugefallen ist, Kind. Eure Wachen sagten, ihr hättet von mir gesprochen. Woher wusstet ihr von meinem Kommen? Ich habe zugehört. Dem Wind. Den Vögeln, so wie es die Jäger tun. Meinen Träumen. Und ich habe die Sterne geschaut. Überall um uns herum ist große Weisheit zu finden. Man muss sie nur zu hören wissen. Aber ich war nicht sicher. Nichts ist sicher. Seid ihr die Anführerin dieser Dalish? Warum hat mir die Hexe aufgetragen, euch dieses Amulett zu bringen? Ich bin die Hüterin dieses Clans. Es ist meine Aufgabe, mein Volk zu leiten und dafür zu sorgen, dass die alten Lebensweisen nicht vergessen werden. Was Asha Belanar angeht, so bin ich mit ihr verbunden. Genau wie ihr durch eine Schuld, die beglichen werden muss. Was genau habe ich eigentlich mit mir herumgetragen? Magie? Ein Versprechen, Kind. Gegeben von einem, dessen Wort noch immer Gewicht hat. Und darum hat es auch schreckliche Macht. Nur wenige Dinge auf dieser Welt sind stärker als ein gehaltenes Versprechen. Vergiss das nicht. Ein Drache fiel vom Himmel, hat dunkle Brut abgefackelt und mich dann gebeten, euch dieses Amulett zu bringen. Also nichts Besonderes. Dann seid ihr vom Glück gesegnet. Ich werde zu Mythel beten, auf dass sie über euren Weg wache. Das Amulett muss zu einem Altar auf den Berggipfel gebracht werden, wo dann ein Dalish-Ritual für die Verblichenen abgehalten werden muss. Danach bringt ihr das Amulett zu mir zurück. Wenn ihr das tut, ist eure Schuld beglichen. Werdet ihr mir dieses Ritual für die Verblichenen beibringen? Ich gebe euch meine Erste an die Seite. Sie wird dafür sorgen, dass das Ritual abgehalten wird. Und ich muss euch bitten, sie danach mitzunehmen, wohin ihr auch geht. Wer ist eure Erste? Erste wovon? Euer Volk würde sie als Schülerin oder Erbin bezeichnen. Meryl hätte meinen Platz als Hüterin eingenommen. Aber sie hat sich für einen neuen Weg entschieden. Geleitet sie bitte sicher von hier fort. Wenn es das ist, was ihr wollt. Es ist nicht das, was ich will. Aber es ist das, was sie will. Meryl wartet an dem Weg auf euch, der den Berg hinaufführt. Darris Shiral. Gesehen. Waren es wenigstens süße Streifenhörnchen? Nicht so süß wie du. Seid vorsichtig, Shen. Ihr ahnt nicht, wie viele Dalish-Pfeile in diesem Augenblick auf euch.
Ich habe euch nicht gehört. Ihr müsst diejenige sein, von der mir die Hüterin erzählt hat. Anathera, verzeiht, dass ich nicht nach eurem Namen gefragt habe. Es ist doch nicht unhöflich, einen Menschen nach seinem Namen zu fragen, oder? Ich bin Meryl, was ihr wahrscheinlich bereits wisst. Ich schwafle, tut mir leid. Wir wurden uns nicht ordentlich vorgestellt. Ich bin, oder vermutlich eher war, die erste von Hüterin Marathery. Ich studiere die alten Lebensweisen, seit ich denken kann. Ich weiß Dinge aus Überlieferungen der Delish, die uns helfen können, zum Gipfel des Sunderhügels zu gelangen. Warum verlasst ihr die Delish, um nach Kirkwall zu gehen? Weil ich muss. Lasst es uns bitte für den Moment dabei belassen, in Ordnung? Ich bekomme langsam das Gefühl, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. Nein, so ist es nicht. Zumindest nicht genau. Die Hüterin und ich hatten Meinungsverschiedenheiten. Aber das klärt sich mit der Zeit von selbst. Habt ihr das seltsame Geräusch gehört? Oh, ich habe nichts gehört. Ihr wirkt ziemlich nervös. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen. Die Mütter der Delish erschrecken ihre Kinder mit Geschichten über euch, wisst ihr? Also natürlich nicht über euch persönlich. Über euch gibt es bestimmt keine Geschichten. Oder zumindest keine gruseligen. Nicht, dass ihr nicht bemerkenswert genug wärt, um Geschichten zu haben. Ich halte jetzt einfach mal den Mund. Ihr müsst euch schon mehr anstrengen, um mich zu beleidigen. Mein Name ist Hawk. Danke. Ich fürchte, ich habe nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Die Hüterin sagt, ihr kämet aus Ferelden. Ich habe dort den Großteil meines Lebens verbracht. Wir sind erst vor wenigen Jahren in den Norden gezogen. Seid ihr schon lange in den freien Marschen? Gefällt es euch hier? Ich vermisse die Kälte und den Dreck. Kirkwall ist mir nicht braun genug. Aber dafür gibt's keine dunkle Brut. So braun war Ferelden gar nicht. Dreck und Schlamm haben dem Land Charakter gegeben. Wir sollten gehen. Unser Ziel ist Asha Bellana und es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Was müssen wir mit dem Amulett machen? Das Ganze ist eine Art Bestattung. Ich erledige das, sobald wir auf dem Berggipfel sind. Das Schwierige ist, bis zum Gipfel zu kommen. Unseren Jägern ist es noch nicht gelungen. Dunkle Wesen streifen dort herum. Stimmt es, dass ihr mich und das Amulett schon geraume Zeit erwartet? Die Hüterin brachte uns hierher, um auf euch zu warten. Mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass ihr Asha Bellanas Amulett habt. Und dass wir es zu dem Altar auf dem Berggipfel bringen müssen. Das ist alles. Kennt ihr die Hexe, die mich hierher geschickt hat? Nein, nicht persönlich. Allerdings erzählt sich mein Volk Geschichten von ihr. Ihr habt großes Glück. Die meisten, die Asha Bellana treffen, enden als kleine Stücke, die von Bäumen hängen. Bringen wir es hinter uns. Jetzt kämpfen wir! Die Hüterin sagte nicht, dass ihr Magierin seid. Wir beherrschen alle ein wenig alte Magie. Den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elvern diese Gabe. Aber sie ging verloren, wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel wie sie kann. Bitte verwandelt weiterhin Skelette in Kröten für uns. Aber ich habe nie, jedenfalls nicht buchstäblich. War mir ein Vergnügen. Ich habe zwar ein wenig Kampferfahrung,
aber dabei war ich stets allein. Ich versuche niemanden zu treffen. Auf unserer Seite meine ich. Ich plappere schon wieder. Gehen wir. Ich hoffe, wir gehen in die richtige Richtung. Ich komme hier oben ziemlich leicht durcheinander. Wir werden angegriffen! Hat die Hüterin also endlich jemanden gefunden, der dich von hier wegbringt? Ja. Dann erfüllt rasch eure Aufgabe, Mensch. Wir können die da nicht schnell genug loswerden. Ich wittere eine Geschichte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich werde unseren Clan retten, wider alle Vorbehalte. Der Sunderhügel wirkt heute besonders gebirgig. Findet ihr nicht? So viele Felsen und Hänge. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Gehen wir. Wir sollten uns beeilen. Es tut mir leid. Ihr bekommt nicht gerade die besten Seiten der Dalish zu sehen. Wir sind gute Leute, die aufeinander Acht geben. Nur heute anscheinend nicht. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. Selbst wenn mein Volk mein Streben nicht zu schätzen weiß, muss ich es doch zu Ende bringen. Gehen wir. Asha Bellana ist nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Ich kann den Weg für uns öffnen. Moment. Ich habe eine Verschiebung des Schleiers gespürt. Ihr habt etwas hergerufen. Seid ihr von Sinnen? Ja, es war Blutmagie, aber ich weiß, was ich tue. Der Geist hat uns geholfen, oder etwa nicht? Natürlich können Dämonen hilfreich sein. Bis sie euren Geist übernehmen und ein Monster aus euch machen. Nun, richtig. Aber das wird nicht passieren. Ich kann mich dagegen wehren. Seid auf dem weiteren Weg vorsichtig,
Rastlose Kreaturen durchstreifen die Höhen. In den Tagen von Alethen haben die Ältesten hier geschlafen. Utenera. Endloser Traum, so haben sie es genannt. Aber nun schlafen sie nicht mehr friedlich. Es ist ein ziemlich langer Weg bis zum Friedhof. Ich hoffe, ihr habt bequeme Schuhe an. Und schon wieder die... Ich glaube, jetzt ist es sicher. Leg das Amulett auf den Altar, dann beginne ich mit dem Ritual. Aharen Namalana Salin. Emma Ira Abela Saviranan. Isalahamin Venanhim Dorfilas. In Utenera Narevas. Andaranatishian, Ashabelana. Eine Angehörige des Volkes, wie ich sehe. So jung und hübsch. Wisst ihr, wer ich bin, abgesehen von diesem Titel? Ich weiß nur wenig. Dann steht gerade, die Leute beugen viel zu schnell das Knie. Es ist so erfrischend, jemandem zu begegnen, der eine Abmachung einhält. Ich hatte schon fast erwartet, mein Amulett würde in der Tasche irgendeines Händlers landen. Ich hatte versprochen, das Amulett abzuliefern. Ihr hättet mir allerdings sagen können, dass ihr dort drin wart. Nur ein Teil von mir. Ein winziger Teil, aber mehr brauchte ich auch nicht. Ein klein wenig Sicherheit, falls das Unvermeidliche eintreten sollte. Und so wie ich meine Morrigan kenne, ist das bereits geschehen. Ist das jemand, den ich kennen sollte? Sie ist ein Mädchen, das denkt, sie wüsste alles besser als ich oder sonst irgendjemand. Und warum auch nicht? Ich habe sie zu dem erzogen, was sie jetzt ist. Ich darf nicht erwarten, dass sie sich mit weniger zufrieden gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eure Tochter oder eure Feindin ist. Weder noch. Wieso brauchtet ihr mich, um euch hierher zu bringen? Weil ich eine Verabredung einhalten musste. Und weil ich nicht wollte, dass mir jemand folgt. Ihr habt mich hübsch unauffällig hierher geschmuggelt. Ich verstehe das alles nicht. Seid ihr eine Art Vision? Kann ich nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein? Ein Körper schränkt die Möglichkeiten so ein. Ich bin nur ein Fragment, das losgelöst vom Ganzen existiert. Ein Stück Treibholz, an das man sich in einem Sturm klammert. Ein Fragment?
Ihr müsst das nicht verstehen, mein Kind. Ihr müsst nur wissen, dass ihr womöglich mein Leben gerettet habt, so wie ich einst das eure. Ein fairer Handel, wie ich finde. Ich nehme an, ihr habt Pläne. Wir haben beide eine Verabredung mit dem Schicksal, mein liebes Mädchen. Es gibt viel zu tun. Bevor ich gehe, habe ich noch einen Rat für euch. Wir stehen am Rande des Wandels. Die Welt fürchtet den unvermeidlichen Sturz in den Abgrund. Achtet auf diesen Moment. Und wenn er kommt, dann zögert nicht zu springen. Denn nur wenn ihr fallt, erkennt ihr, ob ihr fliegen könnt. Das lässt sich leicht sagen, wenn man ein Drache ist. Wir alle haben unsere Herausforderungen. Wir werden es noch bereuen, sie hierher gebracht zu haben. Reue ist etwas, das ich nur allzu gut kenne. Achtet darauf, euch nicht an sie zu klammern. Sie nicht so nah an euch heranzulassen, dass sie eure Seele vergiftet. Denkt an mich, wenn die Zeit für eure Reue gekommen ist. Was euch betrifft, mein Kind, so solltet ihr vorsichtig sein. Kein Weg ist dunkler als der, den man mit geschlossenen Augen geht. Maseranas, Ashabelana. Nun ist es Zeit, mich zu verabschieden. Ihr habt meinen Dank und mein Mitgefühl. Mir ist aufgefallen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie der Sunderhügel zu seinem Namen gekommen ist. Er ist doch eindeutig nicht elfisch, oder? Eine Falle! Das müsste es gewesen sein. Das ist dein Tod. Ich mache hier bestimmt daran, nicht sauber. Dich gegen uns zu stellen. Ich glaube, dass noch mehr von denen. Das Leben einer scheint mir angenehmer zu sein als das eines Ich glaube Soldaten. Nicht, dass ich das kann. Ach. Mein Bruder war Soldat. Es geht nur darum, Land zu erobern und einem König zu dienen, den man noch nie gesehen hat. Wachen hingegen haben eine echte Aufgabe. Sie beschützen Leute und machen so ihr Leben besser. Ich weiß nicht, ob ich dazu stimme. Mein Bruder würde es auch nicht.
Mar Serranas Kind. Eure Schuld ist gänzlich beglichen. Es ist nicht zu spät, deine Meinung zu ändern, Darlin. Darrath Shural, Hüterin. Ich bin bereit. Brechen wir auf. Eganan. Ist das... Leben hier wirklich die Elfen? Nicht der schönste Teil von Kirkwall, aber wenigstens sieht man die riesigen Ketten nicht. Ja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Sicher sehr einsam. Ihr werdet Spaß daran haben, euch nach oben zu kämpfen. Gut, das war gelogen. Es wird kein Spaß. Ich bin ja eine tolle Abenteurerin. Kaum angefangen und schon entmutigt. Danke für alles. Für eure Hilfe. Werdet ihr mich besuchen? Natürlich nicht sofort. Aber später vielleicht. Ich könnte einen Freund gebrauchen. Natürlich. Aber nur, weil ihr diese "Ihr habt mein Hündchen getreten" Stimme benutzt habt. Danke. Oh, ich bedanke mich zu viel, oder? Aber ich meine es ernst. Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Können wir dieser Frau helfen? Es könnte auch Mutter sein. Vermute ich richtig, dass dieser Templer nicht hier war, um eurem Sohn alles Gute zu wünschen? Ich bin Ariani. Mein Junge Fenrir. Er ist alles, was ich habe. Meine ganze Familie. Als ich merkte, dass er magiebegabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts... Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel als an sich selbst. Ist euer Sohn fortgelaufen? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrusk verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Das sieht aus wie Tätowierungen der Dalish. Warum lebt ihr in der Stadt? Ich wurde bei den Dalish geboren, kam aber vorübergehend nach Kirkwall und turtelte mit einem menschlichen Händler, Vincento. Als ich schwanger wurde, wollten weder Vincento noch mein Stamm die Bürde eines Elf-Mensch-Mischlings tragen. Ich habe Fainriel allein großgezogen, hier im Gesindeviertel. Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich magiebegabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Geigenburg eingesperrt wird, und haben uns versteckt. Als die Albträume begannen, hat Fainriel immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Ich verspreche, dass ihr euren Sohn wiedersehen werdet. Damit erweist ihr mir den größten Segen, ob nun von Erbauer oder Mensch. Ich weiß nicht, wohin Fainriel gegangen ist. Aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thrusk hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Galgenburg ansprecht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fainriels Vater Vincento kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadtbazar. Fainriel könnte ihn aufgesucht haben. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Magie kann eine sorgenreiche Begabung sein. Euer Sohn verdient die beste Hilfe, damit umgehen zu lernen. Mein Gatte Wesley war ein Templer. Nicht alle sind Fanatiker, die man fürchten muss. Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen.